Ooh, I love the rodeo. Yeah, it was swell. Okay, village people, cowboy. This is what you'll be barebacking today. I couldn't find any bulls, but I got you something better. Ooh, interesting. There's definitely something I like about it, but I can't put my finger in it. Okay, little oppressed cow brother, you're gonna wage animal jihad on behalf of all your little oppressed bovine friends with the help of a little methamphetamine. Guys, we'll need a distraction while I prepare our little friend for battle. I can't believe they waste perfectly good SWAT on a homo mission like this. No matter, I'm not paid to think, I'm paid to tase. I'll keep it to... Hey, what the fuck are those assholes doing? Howdy, Partner, willkommen beim Gay Rodeo. Und ich liebe es einfach, wenn der Dude die Kugeln ignoriert und einfach lässig dasteht. Wow, der Raketenwerfer geht gut ab. Ich glaube, der ist sogar zielsuchend. Ich feuer mal einfach hier einen hin. Und... ja, er geht irgendwo rein und zerstört alles. Gefällt mir, auf jeden Fall. Aber leider habe ich sehr wenig Schuss, noch 2 Stück. Deswegen hole ich hier mal die Pumpe raus. Und... oh, nette Bilder. Ja, das Gay Rodeo ist auf jeden Fall ein Abenteuer für die ganze Familie ab 18 Jahren. Komm. Mist. Jetzt hast du keine Knie mehr und ich wollte dir eigentlich einen Headshot ins Knie verpassen. Gehen wir hier oben mal rein. In die kleine Hütte. Oh, was haben wir hier? Spielereien. Granaten. Oh, die könnten wir auch mal verwenden, wenn wir schon welche haben. Andererseits wissen wir ja alle, dass Granaten überhaupt nicht gut sind für mein Karma. Obwohl ich bis jetzt noch gar nichts getötet habe. Okay, da fliegt irgendwas. Ein Torsus oder so. Wow. Nee. Das geht so nicht. Ich tue hier eigentlich nur unschuldige Menschen abschlachten und sowas will ich an Postal gar nicht. Ist ja überhaupt nicht mein Ziel. Ich bin hier da, um Liebe zu verteilen. Komm her. Komm her, Eichhörnchen. Ente. Zweites Eichhörnchen. Ich gebe euch Liebe. Oh, die beiden Dicken. Komm, die noch mit dem Raketenwerfer. Oh, 3 Stück. Und einer hat überlebt. Autsch. Wer ballert denn hier so aggressiv auf mich ein? It was my duty to save Randy Jones, but how? I noticed it couldn't turn too quickly and figured maybe I could piss it off and make it run into stuff until it got tired and peacefully fell asleep. I know this der Cowboy. Actually, yeah. Okay, schauen wir mal, was hier noch so in diesem Steakhouse abgeht. Es ist doch ein Steakhouse. Nö. Nö, ist kein Steakhouse. Na. Da ist doch noch jemand, irgendeine Tussi. Die brennt oder sie glitzert, irgend sowas. Ich schenke eine Granate. Hier. Only for you. Guns don't kill people. I do. Oh Mann. Bada bing! Kennen einige vielleicht aus Sopranos? Der legendäre Club, der wurde ja damals wirklich bei eBay versteigert. Ich habe mitgeboten, aber. Ich musste bei $20.000 aufhören. Tja, mein Geld reichte dann doch nicht ganz. Aber es wäre geil, ich als Besitzer von Bada Bing. Ach, herrliche Zeiten. So, kümmern wir uns mal um unser meth-verseuchtes Rhino. Wo bist du denn, Kleiner? Da hinten. Und wir kennen ja das Spiel, wir müssen das Vieh anlocken. Am besten nehme ich da mal die Pistole. Und dann hör auf, die Schwulen aufzuspießen. Und? Hab schon gedacht, vielleicht der eine noch? Komm, nimm ihn aufs Horn. Er steckt fest. Au! Die Kommentare. Jetzt komm her. Wo ist denn hier das nächste etwas, wo wir dagegen stoßen können? Naja, hier. Der Laternenmast. Was ist denn das hier? Was bist denn du? Ein Schäfchen.
Man kann es nicht töten. Aber das Nashorn will damit spielen. Komm, komm. Oh, oh Gott. Nein. Hat er den gerade aufgespießt? Ich glaube ja. Was? Normalerweise hätte sich das gerade selbst ausnocken müssen. An der Stelle. Komm, komm her. Na los. Au. Jetzt sollte ich aber wirklich mal in Deckung gehen. Ey, 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 ey. Hör auf mich anzuschießen. Ich muss mich heilen. I blame MTV. Okay, wir heilen uns gerade und dann locken wir es wieder an, obwohl das ziemlich dämlich ist, das Vieh. Oder vielleicht auch clever. Immerhin will es nicht sterben. Komm her. Komm her. Hier drüben. Und Treffer. Noch einmal. Komm, noch einmal hier. Oh Gott. Schwester, bist du anstrengend. Oh. Ah, der Baum. Ja, nachdem wir da drüben ja alle Leute abgeschlachtet haben, ist es wohl das Beste, das Nashorn hier in so eine Wohnwagensiedlung zu locken. Vielleicht gibt es ein paar Kinder, wo es essen kann. Gute Idee. Muss ich schon sagen. Oh, was haben wir denn hier? Windows XP. Was hat er denn so alles drauf? Schwer zu erkennen. Ich glaube, das hier ist Photoshop. Naja, egal. Das ist die Vergangenheit und wir leben immerhin in der Zukunft. Bald kommt ja neues Windows. Komm! Der Schwule weiß, wie man Bullen reitet. Oder vielmehr Nashorn. Okay, noch ein Treffer, dann müsste es aber down sein. Komm, hier rüber. Ja, ja. Nein. Ja. The gay rodeo pit boss was just the mayor in another retarded disguise. But he was very happy with the way I'd saved Randy Jones and all the little gay children and kittens. So happy that he said he'd pull some strings and get me into the Secret Service. Mayor Chomo was planning a flashy entrance to his big speech at Daveland, a grand Fegway motorcade to encompass his grandeur. From the enemies of freedom. No problemo. Snuff any crotch bombers before they damage your merch. Got it. Ach, was habe ich der Welt nur getan? Ach ja, richtig. Okay, wir dürfen unseren Pornodarsteller, Bürgermeister, jetzt nach Daveland eskortieren. Mal sehen, wie weit das ist. Und wir haben auch keine gepanzerte Limousine, sondern wir haben... ja, Roller. Da gibt es einen speziellen Namen, aber den kann ich gerade nicht. Keine Ahnung. Wie heißen die Dinger? Zuschauerfrage an euch, wie heißen die Dinger? Gewinnen könnt ihr, gar nichts. Gar nichts, nein. Und wir sehen, wir sind sogar wieder an dem Ort, wo wir angefangen haben. Und zwar hier hatte ich meinen ersten Job. Wichstücher vom Fuzzi einsammeln. Und da drüben habe ich zum ersten Mal Drogen genommen. Ja, hier. Da, wo die fette Frau ist. Nichts damit Drogen. Und, ja, gemütlich. Die alte Zeit. Jetzt lauf, Ronny. Lauf! Ich gebe dir mal Deckung und zwar mit einer Granate. Und? Da leben noch alle, oder? Der eine kommt sogar noch irgendwie aus der Erde. Aus dem Boden gekrochen. So macht man meiner Gegend Hackfleisch. Ups. Ups. Die, ja, hat jetzt eine blutige Fresse. Sag bloß, wir gehen jetzt hier einmal diese komplette Stadt entlang. Oh nein. Und da kommt mir der Gedanke, eigentlich wäre das ja dann ein Open-World-Game. Denn wenn man das mal so sieht, die Möglichkeit ist da. Wir haben also hier eine große Map, die unterteilt ist mit Ladezeiten. Man hätte im Grunde das gleiche wie Postal machen können, also Postal 2. Hat es aber nicht, weil man sich gedacht hat, hey... Komm, quälen wir den Spieler ein bisschen. Kommt, 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 kommt. Immer ein Kopfschuss.
Oh, oh, ein Polizist. Den müssen wir natürlich am Leben lassen. Meine Güte. Ich habe deinen Bruder eben gerade getroffen. Er sah gar nicht gut aus. Oder dein Bruder. Ihr seht irgendwie alle gleich aus. Go down, Scumbag. Achtung, Achtung, die fette Frau da will telefonieren. Oh, 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 der wirft irgendwas. Naja. Wollen wir mal die coolen Explosionen bestaunen? Achtung. Hammer, oder? Fast wie in Battlefield 3. Wie er sie einfach alle überfährt. Achtung, Achtung, jetzt. Moment. Jetzt. Wir können weiter, Ron. Wir können weiter. Oh, Ron ist ganz schön angeschlagen. Ich muss aufpassen, dass der mir hier nicht wegstirbt. Komm, komm, noch ein Stück. Und den einen haben wir schon mal. Jetzt noch den hier und dann hat der Ron hier freie Fahrt. Wie sind die überhaupt alle über die Grenze gekommen? Ich habe doch jeden erlegt. Und warum machen die anderen hier nichts? Oh, wann ist dieser Wahnsinn nur endlich vorbei? Oh, sorry. Sorry, das wollte ich gar nicht. Komm, verschwinde. Okay. Egal. Los, Ron. Wir sind fast raus hier. Oh, 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 ganz viele Gegner. Komm. Jetzt sind wir im letzten Stadtteil, und zwar dem Nutten- und Koks-Teil. Mein Lieblingsteil. Hier waren wir ja auf Streife erneut. Und soweit ich weiß, geht es ja relativ flott. Und? Der lebt noch, okay. Denn wenn ich so einen treffe, dann ist mein Kolma. Kolma am Arsch. Mein Karma. Okay, Ron geht den ungefährlichen Weg und der ist auch etwas hochgeheilt, denn wenn Ron keinen Treffer abkriegt, dann heilt er sich wieder zu unserem Vorteil. Geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg. Oh, 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 da brauche ich eine Rakete. Ron? Oh, ich habe Ron getroffen. Oh, der ist fast kaputt. Ah, ich brauche die Shotgun. Komm, Ron. Nur noch ein kleines Stück. Wir sind gleich da. Wie gerne würde ich dich erschießen. Im alten Postal hätte ich es gekonnt. Hier in dem geht's nicht. Da hätte ich sowas gekonnt. Da hätte ich einfach sagen können, ich habe keinen Bock. Oh, der letzte Granate. My bad. Wir sind durch. Dave Land. And done. Thanks, man. Good work. Go on ahead. I'll meet you inside. Nice job, Osama. Very convincing. A little too convincing, frankly. I got a little singed back there. We're good at what we do, but that new Secret Service jackass you hired was a little too competent. I lost some guys I almost liked. You're not getting paid to almost like anyone. I haven't been paid, actually. You still owe me for those plutonium crotchy dolls. Send an invoice to my secretary. She'll sort you out.